sind Sie denn Politiker geworden? Eine Erfahrung ist, dass mein Bruder behindert ist und ich sehr schnell gemerkt habe, dass es in der Gesellschaft Stärkere gibt und Schwächere gibt und dass die Stärkeren den Schwächeren einfach helfen müssen. Das zweite ist mein Vater. Der hat uns Kindern immer gesagt, wir leben in einer Demokratie. Das ist was Tolles. Das gibt es nicht überall auf der Welt. Und es bedeutet aber auch, dass man sich um politische Dinge kümmern muss. Und so bin ich dann mit 13 in die Schülerunion eingetreten. Sie haben ja wahnsinnig viel Power. Was motiviert Sie denn jeden Tag, dass Sie gerne aufstehen? Einfach die Freude an der Arbeit und die Freude am Einsatz für Menschen und auch die Freude, die man empfindet, wenn man tatsächlich ein Stück beitragen kann, auch Probleme zu lösen, die Dinge voranzutreiben. Das macht einfach unglaublich Spaß und motiviert auch. Was würden Sie von heute auf morgen ändern, wenn Sie es könnten? Das Wichtigste wäre jetzt sofort eine Umstellung der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Da müssten erheblich mehr Bundesmittel fließen. Auch das Land, glaube ich, muss seinen Beitrag noch verstärken in diesem Bereich. Und das ist was, wenn ich das so mit dem Fingerschnipsen machen könnte, dann würde ich das sofort angreifen. Haben Sie ein Vorbild? Also ich bewundere zum Beispiel an John F. Kennedy. Der hat einen wahnsinnigen Spirit damals rübergebracht. Dieser ganze Aufbruch, dieses Moderne, das hat Menschen mitgerissen, auch wenn man die politische Leistung durchaus hinterfragen kann. Ja, und Edmund Stoiber, der Bayern wirklich ganz weit nach vorne gebracht hat. Was machen Sie, wenn Sie mal abschalten wollen? Dann höre ich Musik. Also ich liebe Musik und zwar ganz gleich welches Genre, ob Klassik, Hip-Hop, Hardrock, es ist alles dabei. Ohrstöpsel rein, iPad an, schaue mir irgendwelche Videos an, da kann ich am besten abspannen. Schweinshaxe oder Kokovin? Da lieber die Schweinshaxen. Urlaub daheim oder weit weg? Beides. Also weit weg ist allerdings bei uns meistens Italien. Wenn Sie im Urlaub sind, WhatsApp oder Postkarte? Postkarte mittlerweile wieder, weil mein Sohn würde sagen, das ist so retro, das ist echt cool, echt fresh, total abgeneist.